Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren gemütlichen Runde hier bei Winkeltier mit eurem Bobas. Der Tag 5 im Jahr 2 wartet darauf, begangen zu werden. Und deswegen machen wir jetzt gleich einmal die Türen auf und lassen uns überraschen, was so auf uns zukommt. Es herrscht Krieg gerade im Moment. Das heißt, da sind ja manche Waren günstiger oder teurer, je nachdem. Und ich bin mal gespannt, wie viel Zulauf wir hier heute bekommen oder generell bekommen. Geld habe ich leider nicht allzu viel. Da habe ich ein bisschen etwas ausgeben müssen, um wieder meine Regale aufzufüllen. Komm, sammel ein und lauf zur Händlerin. Wir schauen mal, was sie im Angebot hat. Schwerter kann ich selber herstellen. Holzschuhe auch. Wenn, dann könnte man nur vielleicht mit 3 Spargel aufrüsten. Ansonsten würde ich sagen, naja, Lagerplatz habe ich genug. Ich gehe auch mal bei den Getreide nach oben. Ich muss ja eventuell Brot backen, obwohl ich da noch einiges habe. So, nun denn Leute, kauft mal. Da fliegen die Groschen. Nachdem wir ja jetzt schuldenfrei sind, zum Glück ist das ja nicht allzu viel gewesen, was wir da immer wieder berappen mussten, sonst wären wir wahrscheinlich gar noch nicht so weit. So, du brauchst Korn. Das werden wir dir schon noch geben können. So, ich mache halt ganz normal gemütlich meinen Rundgang hier. Ah, Süppchen wurde gekauft, 48. Das bisschen teurer geworden, kann das sein? So, jedenfalls wird es hier wieder einen kleinen Geldregen geben, um aus dieser Bredouille zu kommen mit zu wenig Geld. So, der Laden ist schon wieder geschlossen. Füllen wir mal noch die Sachen gar auf, die da fehlen. Es wird immer so sackrisch dunkel hier. So, die Regale sind voll. Die Regale sind voll. Schwer kann man noch mit hinlegen. Das war unser Schnelltisch. Okay, dann haben wir alles. Und schauen wir mal pflanzentechnisch. Können wir ernten. Jo, das ist schön, wenn wir die Samen dann auch noch kriegen dazu. Ja, das ist doch ganz gut. Dann haben wir hier einiges an Gemüse. Artischocken ist natürlich, wäre schon von Vorteil, wenn wir hätten. So, meine Überlegung war, die ich gemacht habe, dass ich hier unten in dem Bereich, hier so in dem Eingangsbereich, da werde ich mal Tische und Stühle und sowas hinstellen, die Küche mit einer Theke. Und hier oben werde ich dann die Eisensachen machen, also das heißt die Schmiede hinstellen. Hier werde ich die Schneiderecke hinmachen und das wird alles so im Laufe der nächsten Parts passieren. Denn da brauche ich dann schon ein bisschen Kohle, um das Ganze umzusetzen, denn ich muss ja da hinten noch aufbauen. So, einen Bug habe ich festgestellt, als ich mein anderes Game gemacht habe. Da geht es um die Paletten. Also Paletten kann man im Grunde nur hier auf dem Boden stellen, also nicht auf Wiese. Allerdings ist es so, wenn ich jetzt eine Palette bereits gekauft und gesetzt habe, dann wird das im Grunde ausgehebelt. So, ich mache jetzt halt hier einfach mal die Wand weg. Also, weil ich muss ja sowieso eine Palette kaufen. Also Lager, große Palette. Kann ich normalerweise hier nicht setzen. Ah, jetzt geht's doch. Haben sie das wieder gepatcht? Auf jeden Fall ging das in dem letzten Spielgestand nicht. Da konnte ich die Palette hier nicht setzen. Das ging auf Rasen nicht. Ich konnte sie aber dann kaufen, konnte sie quasi hier ganz normal hinsetzen und dann eben auf den Rasen verschieben.
Warum es jetzt dann doch geht, ich weiß es nicht. Die Wand lasse ich jetzt einfach mal weg, ist egal. Stört mich nicht. Wir bauen ja eh noch um. Also von daher. So, was haben wir denn hier an Sachen, die wir nachproduzieren müssen? Wir brauchen eine Tunika. Wir brauchen zweimal Schuhe. Wir brauchen dreimal Kleider. Habe ich so viel? Ja, habe ich. Und wir brauchen noch Holzschuhe einmal. So. Werkzeugtechnisch habe ich eigentlich so viel Barren? Nein, habe ich nicht. Dann lassen wir hier Eisenbahn. So, mittlerweile habe ich auch die Maus ausgetauscht. Da. Weil mich das dann doch genervt hat, wenn das immer wieder nicht genug Geld übrig. Da mich das dann doch immer genervt hat, dass das zurückgesprungen ist. Sehr verwirrend. So, wir brauchen aber nicht viel. Wir brauchen gerade mal einen Spaten. Wir brauchen ein Schwert und dreimal den Hammer. Dann haben wir auch noch fünf über von den Eisenbarren. Ansonsten brauchen wir noch... ich schaue mal, was ich hinbekomme mit dem letzten Geld, was ich habe. Artischocken eigentlich noch zwei. Und das war's. Ne? Ansonsten haben wir alles. Okay. Ja gut, das war jetzt der Kauf von der Palette, ne, ist klar. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall 420 fürs Lager. Und ich denke, das ist auch wirklich ausreichend. So, Valk, 57 für eine Axt. Ja, das lohnt sich schon, ne? Wir müssen erstmal ein bisschen Geld sammeln. Schmeißt euer Geld am Boden. Ich brauche es für den Händler. Ich sammle jetzt mal nur schnell das Geld ein. Schaffe ich es noch? Gut, ich habe es geschafft. Also, da unten brauchen wir nicht. Das können wir alles selber herstellen. Käse füllen wir auf 20 auf. Habe ich samenstechnisch irgendwas? Nee. Dann könnte ich doch einfach mal, wenn es jetzt schon günstig ist, zweimal Bohnensamen mit reinnehmen. Getreide lassen wir. Leinen würde ich sagen. Füllen wir mal hier auf die 60 auf oder mehr. Ja, gehen wir mal auf 70. Das reicht dann schon. So. Dann lasst uns mal die Regale füllen. Ups. Kartoffeln, warte. Ich bin quasi unterwegs. Mal die Kamera wieder ein wenig drehen. Wie weit seid ihr eigentlich mittlerweile in dem Spiel? Würde mich mal interessieren. Wisst ihr vielleicht zufällig, ob es noch mehrere Sachen gibt, die dann in der Küche hergestellt werden können? Oder... Ich meine, gut, wir werden es herauskriegen. Also insofern sehe ich das jetzt nicht als Spoilern. Ah, du nimmst hier ein Süppchen. Schön. Da fehlt noch ein Stoff. Da fehlt nichts, da fehlt auch nichts. Jetzt wird es wieder finster. Und schon sind wir wieder über 1000, ja? Das geht doch ratzfatz. So, mach zu. Gut, dann können wir nämlich die Sachen hier noch schnell gießen. Hervorragend. Klamottentechnisch können wir uns auf jeden Fall alles herstellen, da brauchen wir keine Materialien kaufen. Kleider. Ich würde natürlich auch schon im Vorhinein sehr viel mehr produzieren, aber ich denke, dass mit 5 das reicht. Oh, ich habe kein Holz. Alles klar.
So, dann machen wir es einmal so. Das passt dann schon. So. Eisen sollte ich vielleicht noch mal 10 hinzufügen. 92. Nein, das mache ich nicht. Vergiss es, ich zahle keine 1740. Das ist mir vielleicht vorhin gar nicht aufgefallen, deswegen hatte ich dann kein Geld mehr. Dann würde ich sagen, ich stelle jetzt halt einfach mal noch 2 Hämmer her. Und dann passt es schon. So, ich muss ja Geld sammeln und nicht hier Geld sinnlos verballern. So, ja, 2 Tag 7 ist angebrochen im Frühling. Wie gut, dass ich mir einen Kaffee noch vorbereitet habe, weil der Part wird nämlich heute auf jeden Fall länger. So, schauen wir gleich mal, was der Händler hat. Holz, ja. Das ist schön. Was haben wir noch? Das können wir alles selber herstellen. Spargel brauchen wir nicht. Kartoffeln könnten wir auffüllen, bis auf 15 vielleicht. Na naja, komm, ich auf 20 gehen wir da. Käse, nein. Spargelsamen, nein. Da brauchen wir nichts. Aber Holz nehmen wir jetzt halt einfach mal, dass wir 50 haben. Das ist schön. Oh. Eine Holzknappheit gerade aktuell, hä? Die Tunikas sind halt nicht wirklich sehr viel teurer, ne? Also die bringen immer noch 11. Nicht sehr viel mehr. So, füllen wir mal die Regale wieder, weil die sind nämlich leer fast. Eingewusel. Nee, lange Nacht ist heute nicht. Aber es ist schön, wie das Geld in die Kasse spült. So, heute bin ich so irgendwie voll konzentriert, ich weiß auch nicht. Ich rede nicht so viel wie sonst. Was ist kein Brot? Wieso kein Brot? Da? Da, das war das, was ich gemeint habe. Beatrice wollte ein Brot, ich habe es aufgefüllt, jetzt hat sie sich aber anstatt dem Brot, hat sie sich plötzlich hier vorne, was hat sie sich da genommen? Ein Hemd. Mein, bringt ihr mehr, ne? Das ist auf jeden Fall, aber schon seltsam. Also wir müssen erst einmal hier ein bisschen auffüllen. Erstmal tun wir das Zeug gießen, dann habe ich das schon mal weg. Dann stellen wir mal die Sachen her und kaufen erst einmal so ein, was wir so benötigen. Genau, Leinenstoffe habe ich ja. Da kann ich dann jetzt erst einmal die Sachen herstellen. Es wurde einiges gekauft an Klamotten. Deswegen ist auch das Geld so hoch geschnalzt. So, wir brauchen noch 4 Kleider. Hemden brauchen wir sogar komplett. Und dann waren ja 2 weniger im Regal. Also stellen wir gleich mal 2 noch mehr her. Süpple haben wir noch. Vielleicht haben sie das jetzt auch mal gefixt. Also jetzt sag okay mit Bohnen. Nein, der nimmt immer die Artischocken. So, brottechnisch haben wir nichts mehr. Das heißt, wir brauchen auch Weizen. Ware verbessert. Ob die jetzt dann wirklich so viel mehr bringt, weiß ich nicht. Schauen wir mal, was jetzt Eisen kostet. Wo
bist du? Eisen? Boah, vergiss es. Vergiss es, dann verkaufen wir eben in der nächsten Zeit keine Eisenbarren. Das ist mir jetzt dann eigentlich wurscht, ne? Ja, die Eisenbarren, die lassen wir schon drin. Weil ich denke, dass das ja irgendwas bringt jetzt, gerade im Moment. Wenn schon das Rohmaterial zu teuer ist. Schau nochmal hier drauf, Krieg. Die meisten Dinge werden teurer, werden besonders Brot und Eisen. Na gut, ich kaufe kein Brot jetzt halt, so ein. Ich backe das ja selbst. Also von daher. Lasst uns doch einfach mal durchschauen. Ich nehme jetzt halt auf jeden Fall mal hier 10 Getreide. Torf machen wir nur auf 5. Die Äpfel machen wir nur auf 5. Man sieht auf jeden Fall, wie es mir das Geld aus der Tasche zieht. Schoppen gehen wir auf 5. Brot backen wir selber. Blumenkohl passt. Ach so, ich habe ja Brot in das Regal legen müssen, deswegen. Ja, und die Sachen, das ist 2160, das ist. Geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. So, dann backen wir uns mal noch schnell zwei Brote. Steigert natürlich auch die Qualität, das ist ganz klar. Ob es jetzt dann so viel bringt, weiß ich nicht. Jedenfalls mit 2000 brauche ich da hinten auch noch nicht fuhrwerken. Deswegen machen wir doch gleich einmal den Laden auf. In den Tag 8 des zweiten Jahres. Vielleicht kriegen wir irgendwann die 100 Jahre voll. Aktuell macht es auf jeden Fall so viel Spaß, dass ich mir denke, ich werde es wahrscheinlich Ewigkeiten spielen. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viel das gebracht hat. Egal, lasst uns doch mal hier gucken. Blumenkohl kommt, da können wir auf 15 hoch. Ansonsten ist alles sehr viel teurer. Seide machen wir vielleicht einmal auf 40. Weil Platz haben wir ja genug. Torf können wir mal auf 20 hochgehen. Gut, das passt schon. Hey Martin, alles fit im Schritt? Jetzt würde ich mir gerade wünschen, dass noch mal jemand einen Eisenbarren kauft. Die Artischocken, die bringen 21, so wie es ausschaut. Yep, kaufen Sipple. Kauf zwei Sipple, noch besser. Und dann kriegen wir mal die alten Suppen raus. Bringen die Schwerter. Das ist mal was. Jedenfalls haben wir noch nicht irgendwie lange Nacht oder sowas, ne? Wie wird es da erst ablaufen? Vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich mir doch von der Bevorratung her 34? Nee. Das war die Heugabel war das. Ich werde das wahrscheinlich jetzt dann mal ändern mit der Bestückung von den Regalen bei den Klamotten. Ja gut. Klar, wenn wir jetzt kein Eisen haben, ne, können wir natürlich auch nichts produzieren. So. Habe ich kein Holz? Doch, ich habe Holz. Ich habe hier Holz, dann würde ich sagen, ich tue hier mal die Sachen raus. Also aus dem Regal auf jeden Fall die Kleider und die Hose weg. Da mache ich rein. Das
könnte ich denn da noch mit reinmachen? Zum Holz. Torf. Torf könnte ich hier noch mit reinmachen. Und ja, komm, ist eigentlich wurscht. Ich mache ein Seide und noch ein Leinen. So, und hier mache ich das Regal komplett. Weil ich habe ja das da drüben schon. Da muss man halt immer zweimal klicken. So, und da mache ich jetzt komplett Kleider und Hosen. Ja. Also schauen wir mal. Hose, 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 Kleid, Kleid, Kleid. Viel besser. Yep, weil dann haben wir hier Tunika und die Schuhe. Wobei es da mir natürlich auch gefallen würde, wenn ich das ein bisschen einzeln hätte. Aber ist okay. So, die Regale müssten überall voll sein, ne? Bis auf die Werkzeuge, ganz klar. So, dann gießen wir mal wieder. Dann schauen wir gleich, dass wir klamottentechnisch uns wieder ausrüsten. Also eine Hose, Schuhe, Holzschuhe. Dreimal brauchen wir das Kleid und viermal brauchen wir die Tunika. So, jetzt lasst uns mal schauen, wie es jetzt halt mit Eisen steht. Natürlich auch die anderen Sachen noch auffüllen. Ja, klar, die sind etwas teurer, aber ich will die auf jeden Fall hier im Bestand haben, aber ich zahle keine 2000% mehr als notwendig. Brot backe ich mir selber. Also es ist ja noch günstiger, das Werkzeug zu kaufen, als das hier. Das ist ja abartig. Wann wird der Krieg endlich vorbei sein? Okay, Brot brauche ich 3, dafür brauche ich die 6 Weizen. Dann tun wir uns hier mal noch 5 Stück mit her. So, Suppen muss ich wieder schauen, ne? So, und als nächstes nimmt er dann den Spargel. Also ist schon interessant. Ich kann das nicht irgendwie auswählen. Das ist. Rechtsklick geht auch nicht. Na gut. Also besseres Brot haben wir jetzt halt auch hergestellt. Normalerweise sollte das Brot auch hier mit in der Ecke sein. So, Artischocken, genau. Die habe ich ja gerade verkauft. Verballert. So, von daher nochmal 5 mit rein. Jetzt haben wir 3000. Was kann ich ausbautechnisch machen? Ich glaube nicht wirklich was, oder? Das ist so heftig. Das ist so heavy. 1800, dann kriegen wir gerade mal eine Nische. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ja, das ist okay. Also sammeln wir mal noch Kohle. Ja, kann ich nicht nachfüllen. Geht halt nicht, ne? Können wir jetzt hier Eisen 4100. Wie gesagt, das ist im Grunde schon günstiger, wenn ich mir jetzt halt mal die Hämmer so kaufe. Ich brauche 2 fürs Regal, dann nehme ich mir nochmal 2 im Petto. Leinen habe ich 15, komm, da gehen wir wieder auf 50 hoch. Wir haben das Geld, wir haben den Lagerplatz, Seide ist gerade günstig, aber ich kaufe auch nicht mehr wie 40 Seide. So, komm, füllen wir mal die 2 Hämmer hier noch rein.
Das ist heftig. Aber ich habe doch. Ich könnte doch mal hier einen Eisenbahn drauflegen. Vielleicht fällt es mir auf. Oh, 130. Okay, was bringt mir das Eisen? 159 bringt mir ein Eisen. Das ist okay. Komm, dann legen wir den auch noch hin. Das ist ja mal richtig Profit hier. Ich sollte echt dieses Game hier, diese Aufnahme, sollte ich mal ein bisschen analysieren hinterher und mal schauen, was ich hier so wo aufsammle. Doppeltes rustikales Regal freigeschaltet. Okay, du brauchst Holz. Warte mal, Holz war doch da hinten. Ist schon Wahnsinn, oder? 159 für ein Eisen. Alles voll, da können wir. So, also wenn das Eisen jetzt immer noch so teuer ist, dann kaufe ich tatsächlich die Werkzeuge mal so. Komm, mach die Türe zu. So, Klamotten. Zweimal das Kleid, viermal die Hose. Dann einmal die normalen Schuhe und einmal die Holzschuhe. So, also. Zeig mal Eisen. 3020, das geht ja immer höher. Na gut. Ich nehme mal nur zwei Schwerter mit rein. Ich nehme drei Spaten, drei Muskeln. Die sind natürlich auch teuer, das ist klar, ne? Aber ich möchte ja auch die Kunden nicht verärgern. So. Das taucht schon. Da bin ich dann etwas gefüllt. Ansonsten sind alle Regale voll, ne? Sie sind gefüllt. So, wir können ernten. Das ist schön. Komm, gib mir Samen. Ja, wenigstens das. Und wenn, dann mache ich da als nächstes Artischocken. Okay. Artischockensamen hier. So. Weil die brauchen wir ja für die Suppen hauptsächlich. Wie viele Suppen habe ich eigentlich noch? Ich habe auch kein Mehl mehr und sowas. Mei. Es geht zu im Krieg, hä? So, wir brauchen ja 5-mal Brot, das heißt 10-mal Getreide, dann nehmen wir 5 in petto. Das ist natürlich alles gerade im Moment teurer. Äpfel, Fleisch, Kartoffeln, Bohnen, Spargel, Artischocken. Brauchen wir Suppen? Wir brauchen eine Suppe. Brot backen wir. Okay. Spannend, ich bin mal gespannt, auf jeden Fall, wie lange das noch geht mit dem Krieg. So, jetzt haben wir mittlerweile grünes Brot. Würde ich nicht unbedingt kaufen im Laden. Außer es ist mit Bärlauch. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht unbedingt ein grünes Brot kaufen, wenn ich das in der Auslage sehe. So, du hast uns jetzt halt hier die zwei Hölzer weg gekauft. Was habe ich da nochmal? Kartoffeln und Weizen, okay. So, ich bin mal gespannt. Ich denke mal schon, dass wir bei 5000 rauskommen werden.
am Ende des Tages. Na komm, lass uns mal Artischocken noch 10 Stück hinzukaufen. Ich habe ja den Platz, ich habe das Geld, also machen wir 20 draus. Das ist alles zu teuer. Holzfilme auf 30 auf. Weizen, das ist klar, ist ein bisschen teurer, aber es hält sich ja echt in Grenzen, wenn ich bedenke, dass ich die Suppen ja so teuer verkaufe und das Brot im Grunde ja auch gut Geld bringt. Jedenfalls, wir sind immer noch am Verdienen und das ist die Hauptsache. Oh yes. So, das ist voll gewesen, ja. Das war auch voll. Da ist voll. Schon wieder Holz weg. Da auch wieder, ne? Ah ne, Quatsch. Der hat sich jetzt diesmal das Holz geschnappt. Komm, kauf die Schwerter, die bringen mir noch am meisten Kohle jetzt halt gerade im Moment. Und Kleider. 67 für die Äxte. 67 für die Äxte. Guck mal ganz kurz rein, das interessiert mich jetzt mal. Axt kostet 53, also ich mache hier noch immer Profit. Das ist im Grunde schon ganz gut. Und das machen wir jetzt halt einfach mal hier. Wir füllen hier noch ein bisschen auf. Na, da, ja. So, die Eisenbahnen sind so langsam alle hinfort. Vielleicht lohnt es sich gerade bei den Rohmaterialien immer drauf zu schauen, dass man genug im Petto hat. Gut, mach zu. Raus. So, dann haben wir nur noch das da. 393 ist die Bilanz von heute. Wir füllen auf. Keine Kleider. Tunikas haben wir alle verkauft. Dann noch die Hosen. Schon ist die Leine fast wieder weg. So. Ah, wir können jetzt Apfelkuchen machen. Allerdings haben wir keine Äpfel. 3 Äpfel und einmal Weizen. So, dann lass uns doch mal hier noch eine Suppe machen. War das jetzt? Ja, doch, das nimmt weg. Dann Brote brauchen wir 4 Stück. So, wenn ich jetzt natürlich 5 Kuchen machen möchte, dann sollte ich... warte mal, ich stelle hier einen Schrank hin. Ich stelle hier einen Schrank hin. Das ist dann wie ein Raumteiler. So, großer verzierter Schrank. Ja, ne? Weiter rüber kriege ich den nicht. Da komme ich immer noch vorbei. Dann können wir nämlich hier Suppe, Brot und den Apfelkuchen hinmachen. So, ich brauche nur nochmal 5 Stück für die Apfelkuchen und 2 Stück. So, und wir brauchen ja 3 Äpfel. Mensch, sag mal. Dann nehmen wir mal hier 21 Äpfel. So, wer weiß, was mir der Apfelkuchen bringt. Auf jeden Fall muss ich hier 5 hier fürs Lager herstellen und 2 für die Auslage und schon haben wir keine Äpfel mehr. Brote mache ich noch 2. Suppen brauche ich dann keine. So. Lass uns mal gucken, wie sich das einsortiert. Wenn ich jetzt
Nein, das will ich nicht. Dann kommst du dahin. So, dann habe ich das nämlich immer in einem Regal. So. Und da machen wir Brot. Perfekt, dann haben wir schon mal was hier hinten bei der Küchenecke. Wollen wir den nochmal hoch? Müssen wir eigentlich irgendwie uns verbessern von der Attraktivität? Nee, ne? Da haben wir keine Aufgabe. Warte mal, schieb mal den Teppich nochmal ein Stück. So, schaut schon besser aus. Also, füllen wir nochmal unseren Speicher. Da mache ich zwar ein bisschen Verlust, aber das ist schon okay. Der Verlust bei dem Kleinzeug hält sich im Grunde in Grenzen. Brot. Dann nehmen wir halt hier noch einen Hammer. Solange das Eisen nämlich so hoch ist, kaufe ich dann lieber die Sachen hier zu, weil ich ja immer noch, wie gesagt, ein Plus mache. Und ich möchte nicht leer laufen. So. Passt. Das Regal ist ja voll. Jupp. Okay, dann lasst uns den Tag 10 begehen im Jahr Nummer 2. So, ich sehe gerade, verkaufe 10 Tage lang keine Äpfel. Dann würde ich sagen, ich mache das Regal doch einfach mal leer, oder? Ich hau jetzt mal die Äpfel hier raus. Ich mache auch die Markierung hier weg, dass ich die nicht aus Versehen auffülle. Dann verkaufen wir halt immer 10 Tage lang keine Äpfel. So, was hast du für uns? Kartoffelsamen? Komm, Samen könnte man noch kaufen, wobei. Hatte ich nicht Artischockensamen gekauft? Okay, warte mal. Ich nehme hier mal zwei Kartoffelsamen. Leinenstoff füllen wir wieder auf. Gehen wir mal auf 80. Nochmal gucken, was es hier gibt. Da gehen wir wieder auf 40 oder warte, gehen auf 50. Spargel füllen wir auf. Das ist schon brutal. Jetzt wird es aber Zeit, dass der Krieg hier vorbei ist. Wahnsinn, Grundpreis 5, neu 205. Okay, ja, das reicht, oder? 80 Leinen. Müssen wir erst einmal verkaufen, die Klamotten. So, da hinten bin ich ja gespannt, was so der Apfelkuchen bringt. Oh, da sehen wir es gleich. 39. 39. Also ein Getreide macht 5. Das wären dann 35 aktuell. Also geht noch. Ich meine, klar, der Preis ist jetzt extrem hoch. Aber ich denke an sich, wenn die Preise wieder sich normalisiert haben, ist das ein ganz gutes Geld, was wir da machen können mit der Schlemmerei. Waffen sind gefragt. Ja, ich weiß, du willst einen Apfel, du willst ein Eisen. Ist klar, nehmt euch andere Sachen. Da sind sie vielleicht ein bisschen verärgert, aber das ist halt so. Ich meine, das ist jetzt wirklich zu extrem, ne? So, dann geht es ein bisschen schneller. So, der ist voll, ne?
31. Hm. Okay, wir füllen wieder auf. Und noch die Hosen und dann noch dreimal die Holzschuhe. So, ansonsten da hinten. Ach, da fehlt mir jetzt wieder das Weizen. Na, einen kann ich noch herstellen. Dann haben wir zumindest die vier. Lass uns mal gucken, was es jetzt kostet. Getreide. Äpfel hätte ich ja noch und verkaufen darf ich sie sowieso nicht. Dann könnte ich doch... Ja, das machen wir. Ich back noch den einen Apfelkuchen, der mir dann noch fehlt. Dorf, alles ist so sauteuer aktuell. Und der Krieg hält echt lange an, muss ich sagen. So. Suppen brauchen wir keine. Anscheinend sind das Suppenkasper. Also auch hier, wenn ich den jetzt kaufen würde, den Apfelkuchen, dann hätte ich immer noch bei 31 3 Gewinn. Kleid, Mistgabel, Axt. Schwert machen wir auch noch ein fettes Plus mit 100 Einkauf und für 170 verkaufen. Das ist okay. So, aber anscheinend geht der Preis jetzt gerade wieder runter. Okay, dann begehen wir den Tag Nummer 12 im Jahr 2. Ich habe euch ja gesagt, der Part wird heute etwas länger gehen. Geplant habe ich ungefähr mal an dem Part zu machen mit einer Stunde, dass man hier so ein bisschen vorankommt. Da fehlt nur Eisen. So, schauen wir mal, was der Händler hat. Vielleicht hast du jetzt mal günstiger Eisen. Spargel, komm, wir füllen hier mal ein bisschen das Lager auf. Ich denke, es kann nicht schaden. Artischockensamen könnte ich doch auch immer zwei in petto halten, weil die ja doch... Da, Eisen! Wir haben's. Wir haben's Eisen zurück. Das habe ich jetzt gar nicht gleich gesehen. Da gehe ich auch auf 20 hoch. So. Machen wir mal 50. Wir gehen auf 400 insgesamt vom Lagerkapazität hoch. So, da noch die 7 Stück. Dann haben wir 70. Passt. So. Wir können wieder Eisen anbieten. Zu welchem Preis? Komm, nimm Eisen. 10. Nee, ach, das war der Torf. Komm, kauf mal Eisen. Ich möchte sehen, wie viel das bringt. Auch Torf. Das heißt Eisen kaufen. Warte mal, dann lege ich hier ein Stück Eisen her. Jetzt wieder jemand, der Äpfel will, aber aktuell nein, verkaufe ich keine Äpfel. Hey, das ist schön. 31 und 48. So, dann müssen wir jetzt erst einmal diesen Schmonz wieder losbekommen, was wir zugekauft haben, dass wir dann wieder unsere qualitative Ware hier reinstellen können. Ja, man ist halt im Grunde beschäftigt, denen hinterher zu laufen, um die Regale wieder aufzufüllen. So ist es ja im normalen Geschäftsleben auch, ne? So, ich habe keine Äpfel und da du eh der Letzte bist, schmeiße ich dich jetzt raus. Jetzt
habe ich da nicht aufgepasst. Zu fix. Hat's von euch einer gesehen? So, die sind voll, jawohl. Dann gießen wir mal unsere Pflänzles. Und gehen wieder an die Herstellung. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen dreimal die Hose. Schuhe. Holzschuhe. Das Holz geht uns langsam wieder aus. Kleider. Und eine Tunika. So, dann können wir jetzt wieder regulär herstellen. Eine Axt. Spaten brauchen wir zwei. Schwerter keine. Hämmer. Gut. Und schon sind wir wieder gefüllt. Die Regale sind alle voll. Bis auf die Äpfel. Ja. Essenstechnisch, ja, da müssen wir noch schauen. Ich brauche noch einen Apfel für den Apfelkuchen. Ich mache jetzt trotzdem hier mal gleich auf mehr. Leinen habe ich noch, Getreide brauche ich mal mehr. Holz lasse ich noch, vielleicht hat der Händler was dabei. Da haben wir schon wieder Eisen auf 7. Brot backen wir, Artischockenbohnen. Ne, das passt doch. Das passt. Alles klar, dann gehen wir noch mal kurz in die Küche. So. Einmal eine Artischockensuppe. Dann machen wir zweimal unseren Kuchen. Und wir brauchen viermal Brot. Und dann habe ich doch wieder zu wenig Weizen gekauft. Komm, dann legen wir noch die zwei hinterher. Gut, alles klar. Dann begehen wir im Jahr 2 den Tag Nummer 13. Tja, erweitere deinen Laden um 100 Abschnitte. Wir werden jetzt dann auch gleich einmal da hinten nochmal ein bisschen hinzufügen. So, gucken wir erst einmal, was der Händler hat. Alles zum selber herstellen. Da können wir auf 20 gehen. Bei den Bohnen können wir auf 20 gehen. Torf gehen wir auf 20. Getreide, jetzt haben wir gleich das Lager voll. Okay, das war dann das letzte. Dann würde ich aber sagen, tue ich lieber... Ja, das Getreide brauche ich ja. Machen wir hier nochmal jeweils zwei weg und nehmen dafür das Holz noch mit rein. So. Bringt einen Hammer. Jetzt habe ich wieder nicht richtig aufgepasst. Was war jetzt das Eisen? Aber ich glaube, der Krieg ist ja vorbei, also sollte das wieder im Normalpreissegment sein. Ich weiß, dass du einen Apfel willst. So, meine Lieben. Unter 13 ist das Schwert aktuell. Also auch da variieren, aber das ist wahrscheinlich die Qualität, ne? Qualität ist doch ein bisschen anders. Oh, ich habe schon wieder kein Brot mehr. Das veranlasst mich dann doch dazu zu sagen, vielleicht ein kleines bisschen mehr Lager. Lass uns doch mal schnell Brot backen. Das auffüllen können. So, Eisen wurde nicht gekauft. Das interessiert mich immer noch, aber das sehe ich dann, wenn ich das alles schneide und bearbeite, kann ich dann noch mal drauf gucken.
Was hast denn du gewollt? Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass da noch jemand rumlungert. So. Dann haben wir auch das aufgefüllt. Jo, cool. So, lasset uns den einmal backen. Und wieder unsere 5 Brote auffüllen. Na okay, geht nicht. Das heißt, wir brauchen hier noch 2x Weizen plus dem, was ich in petto halten will. So. Zing! Und wir haben jetzt dann das blaue Brot. Ah, Schuhe hätte ich jetzt nicht herstellen müssen. Ist egal, das verkauft sich schon, das Zeug. Hose brauchen wir auch nicht. Wir brauchen dann nochmal die Holzklocks. Dann einmal kurz hier aufgefüllt. Schwert. Oh, ein exzellentes haben wir hergestellt. Hämmer brauche ich 3. Und dann brauchen wir noch ein paar Mistgabeln. Gut, auffüllen muss ich aktuell nichts. Gut. Oder warte mal, ich muss ja die Pflanzen noch gießen, das habe ich ganz vergessen. So. Die Schocken pflanzen wir wieder hin. Dann halt, ich muss nach hinten gehen, weil ich möchte ja noch Paletten hinstellen. Habe ich mir jetzt gerade vorgenommen. So, einmal Baumodus. 2700, das ist schon abartig. Aber okay, es ist halt einfach so. Die Preise werden halt einfach teurer. So, Lager, wir brauchen große Paletten. Ein bisschen verrenken, dass ich eine weitere setzen kann. So, dann sind wir auf 464 und 486. Und wenn jetzt da noch die kleinen reinpassen, ja, und sie passen, dann fülle ich jetzt nämlich hier noch mit kleinen Paletten auf. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Shift-Taste zu halten. Soll mal die Kamera drehen, dass ich da ein bisschen was sehe. So, wir haben jetzt halt 514 und 521 haben wir jetzt an Lagerplatz. So, die Regale sind alle gefüllt, bis auf die Äpfel, aber das ist ja kein Thema, die haben wir ja bald wieder. Dann würde ich sagen, wir begehen jetzt den letzten Tag für diesen Part, dann müssten wir ungefähr bei einer Stunde sein, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, 2, Tag Nummer 14 im Frühling. Und das schreit nach einem Schluck Kaffee. Intention ist natürlich tatsächlich, einiges mehr am Vorrat dann halten zu können. Beispiel kann ich dann sagen, ich lasse mal das Holz auf 30, Samen brauchen wir keine. Hier könnten wir dann auf 30 mal hochgehen. 35, komm, 40. Wir müssen es ja eh verbacken. In dem Fall, weil das Fleisch recht günstig ist, stocken wir auf. Artischocken gehen wir mal auf 20 hoch. Beim Spargel gehen wir auf 20. Blumenkohl auf 20.
und den Rest, den kann ich selber herstellen. Dann habe ich überall richtig guten Vorrat, also in den meisten Sachen. Getreide allerdings, weiß ich nicht, da nehme ich mal 10 mehr. Da gehe ich jetzt mal auf 50, da ich das ja als Herstellung brauche. So, dann passt es. Oh, das ist schön. Greif zu, die Suppe ist gut. Von den Klamotten her ist die Tunika halt einfach die günstigste, ne? Eigentlich ist es wirklich keine schlechte Idee, dass man die Figur mit der Tastatur steuert. Ich habe mich am Anfang wirklich schwer getan damit, dass ich das jetzt mit der Tastatur machen muss. Ja, weil es ja dann doch jetzt kein 3D-Action irgendwas ist, wo du normal ja läufst mit WASD. Weil den meisten Click-Adventures, wenn ich das jetzt mal so nenne, ist es ja dann doch so, dass du auch die Figur mit der Maus dann steuerst. So, tja, Äpfel habe ich keine. Das tut mir leid. So, da müssten wir jetzt alles drin haben, ne? Dann schnell mal die Pflanzen gießen. Dann wieder auffüllen. So, was brauchen wir hier? Wir brauchen Suppe. Und wir brauchen Brot. So, klamottentechnisch können wir uns gleich wieder auffüllen. Dann haben wir noch dreimal die Holzschuhe, zweimal Kleider und einmal Tunika. Tja, das ist halt so die tägliche Routine, ne? In diesem Shopleben. Schwerter brauchen wir eins, Hämmer brauchen wir einen, wir brauchen zwei Heugabeln und wir brauchen eine Axt. Dann gucke ich noch mal ganz kurz, was die Rohstoffe kosten, weil aktuell bin ich ja mit allem ganz gut aufgefüllt. Eisen vor allem. Ja, liegt halt bei 7. Aber ich nehme mal lieber noch 2. Okay. Also, das nächste Mal werden wir dann hier weitermachen im Jahr 2, Tag 15 wird es dann. Und dann würde ich sagen, sammeln wir Geld und werden da hinten noch ein bisschen ausbauen mit dem Lager. Das reicht jetzt halt. Ich glaube nicht, dass wir da noch sehr viel mehr Lager brauchen. Man hält sich den Laden immer noch schön überschaubar. Ja, wie gesagt, ich möchte das hier umbauen, hier zu einer Essensecke oder Kaffeeecke, wie auch immer. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Auch ein Kommentar würde mich riesig freuen, wo ihr jetzt vielleicht selber aktuell seid oder was ihr vielleicht auch anders machen würdet, würde mich echt interessieren. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Hier bei Winkeltier mit eurem Bobas. Macht's gut, schöne Woche noch. Ciao, ciao.